Da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt. Und zwar die 2034. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ihr habt es schon gehört, Reiko Schmidt. So heiße ich hier, wo ich gerade bin. Gestern war ich ja noch in Estland, in Tallinn. Da hieß ich schon Reiko. Und heute Morgen bin ich dann in Finnland angekommen und auch hier werde ich mit Reiko angesprochen. Und ich muss sagen, ich finde es ganz sympathisch. Es hört sich irgendwie schön an, mein Name auf diese Art ausgesprochen, Reiko. Cool, ich habe ja schon viele Schreibweisen meines Namens gesehen, mit Y, mit I, mit J, mit A oder E, wahlweise mit C oder K in der Mitte. Also Schreibweisen kenne ich schon viele, Sprechweisen noch nicht so viele. Reiko kenne ich, so werde ich in Amerika und Australien und in Großbritannien genannt. Aber Reiko gibt es nur hier im Norden. Ja, und wie ich schon sagte, ich bin im Land des Weihnachtsmanns. Die meisten von euch haben es richtig erraten, in Finnland. Und da ich schon sehr oft, also relativ oft in Tallinn war und schon zweimal nach Helsinki mit der Fähre gefahren bin, konnte ich sogar meinem Arbeitgeber ein bisschen kostensenkend zur Seite springen, denn der Direktflug von Hamburg nach Helsinki, der kostet knapp 500 Euro one way, also nicht mal hin und rück. Und von Hamburg nach Tallinn zu fliegen kostet nur 200 Euro und für 54 Euro mit der Fähre nach Helsinki, da ist der Chef glücklich, weil es günstiger wird und ich bin auch glücklich, weil ich noch die schöne Überfahrt über die Ostsee habe oder hatte. Ging zwar sehr zeitig los heute Morgen, aber die Fahrt war herrlich, wie die letzten Male auch und es gab ein unglaublich tolles Frühstück an Bord der Fähre. Man sitzt da hinter bodentiefen Fenstern und schaut aufs Meer hinaus, sieht die vielen anderen Schiffe, die einem entgegenkommen. Da sieht man erstmal, was für ein Verkehr auf der Ostsee ist. Und dann irgendwann taucht Finnland auf mit einem frischen Rührei und Lachs auf dem Teller. Macht das auch richtig Spaß dabei, Kaffee ohne Ende und arbeiten, denn das WLAN an Bord war auch noch turboschnell, aber das ist ja im Norden keine Neuigkeit mehr. Und so bin ich dann gut gelaunt in Finnland angekommen, bin dann direkt vor dem Empfangsterminal in die Straßenbahn gesprungen, die fährt dann nämlich ab und die hat mich dann nach kurzer Zeit bei der Autovermietung rausgeworfen nach nur 12 Minuten Fahrt. Die App hatte ich von meinem letzten Mal hier in Finnland noch und zack, Autoübergabe hat nur 5 Minuten gedauert und schon saß ich am Steuer Richtung Norden. 500 Kilometer von Helsinki entfernt ist mein Ziel. Da darf ich eine Schulung bei einem Kunden durchführen. Und diese Autofahrt, die ist in Finnland ein bisschen anders als in Deutschland. Ich musste ja zunächst mal aus dem Stadtzentrum von Helsinki bis zu einer Art Autobahn fahren. Und ich kann euch sagen, das ist kein Vergnügen. Irgendwelche Terroristen haben den Ampelplan und die Ampelschaltung programmiert oder irgendwelche Hacker haben die zerstört, keine Ahnung. Auf jeden Fall steht man, wenn man sich an die 50 Kilometer pro Stunde hält, die erlaubt sind, an jeder Ampel wirst du abgebremst und musst stehen. Ihr könnt ja mal raten, ob es nicht so ist, dass wenn man ungefähr 65 fährt, man es von Ampel zu Ampel schafft und da überall geblitzt wird, ob der Reiko nicht vorher schon so schlau war und sich seinen Radarwarner aus Deutschland mitgebracht hat, der auch in Finnland sehr gut funktioniert, um das Ampelsystem ein bisschen auszutricksen. Ja, und das, wenn man dann irgendwann die Autobahn erreicht hat, dann darf man da 100 fahren. Auf ganz wenigen Abschnitten darf man auch 130 fahren. Aber da man weit und breit das einzige Auto ist, es ist praktisch kaum etwas los auf den Straßen in Finnland. Die Straße ist die meiste Zeit sehr gut geräumt. Schnee ist nur links und rechts, außer da, wo ich jetzt gerade fahre. Da ist auch die Straße weiß. Aber ihr könnt ja mal raten, ob ich mich da nicht auch von einem kleinen Radarwarner unterstützen lasse, damit ich ein bisschen schneller bin, als das GPS ausgerechnet hat,
dass ich an meinem Ziel ankomme. Ansonsten wünsche ich mir für heute Nacht, dass die Wolkendecke aufreißt und ich Nordlichter sehen kann. Das wäre doch mal schön. Ja, und das war es dann auch schon für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Reiko. Mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.